Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ich die Hochzeitstorte hergestellt habe. Der ein oder andere von euch hat ja auch die Torte schon bei Facebook und Instagram gesehen, die ich ja auch dort vor 2, 3 Wochen auch euch gepostet habe. Ich zeige euch heute, wie das Ganze funktioniert. Allerdings ist es so, ich habe mich jetzt in diesem Video speziell auf die Deko beschränkt. Das heißt, wie ich jetzt die Torten hergestellt habe, wie ich sie gefüllt habe, das habe ich euch jetzt nicht mehr separat gezeigt, weil ich denke, von den Füllungen her könnt ihr ja total variabel sein mit dem Geschmack füllen, was ihr gerne möchtet. Ich mache meine Torten ja immer hier auf diese Kaffa-Platten. Das sind Leichtschaumplatten. Die haben jetzt 0,5 mm Durchmesser. Die kaufe ich mir immer im Internet bei einem Architekturbedarf. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal in die Infobox. Ich schneide mir, ihr seht das ja hier, dann immer mit einem Cuttermesser der Torte entsprechend natürlich auch aus. Und genauso aus diesen Kaffa-Platten mache ich auch immer mein Cakeboard. Die ganzen Informationen, das findet ihr alles in der Infobox. Bleibt auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dran, denn ganz zum Schluss verlinke ich euch noch das Video mit den Rosen, die zum Schluss ja noch auf meine Torte ganz oben drauf kamen. Die Rosen habe ich euch nämlich in einem extra Tutorial gedreht. Nicht vergessen, da, hier oben ist ein kleines Wasserzeichen, das ist mein Tortenlogo. Klickt da einfach drauf und da könnt ihr ganz einfach meinen Kanal abonnieren. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Hier habe ich einmal die untere Torte. Diese war 28 cm im Durchmesser, hatte etwa 8 cm Höhe. Und die kleine Torte hatte einen Durchmesser von 22 cm und war 12 cm hoch. Überzogen habe ich einmal mit einer dunklen Ganache und einer weißen Ganache. Hier habe ich den Fondant. Ich benutze ja seit neuestem den Fondant der Firma Dekoback, weil ich einfach nicht mehr die Zeit finde, ihn immer wieder neu zu machen. Und mit diesem bin ich wirklich Preis-Leistung sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt insgesamt knappe 1,6 Kilo für beide Torten gehabt, die ich jetzt erstmal ein wenig weich geknetet habe, damit der Fondant schön ausgerollt werden kann. Das Ganze hat jetzt schon ein paar Minuten gedauert. Ich habe jetzt hier etwas Speisestärke auf meine Arbeitsplatte gepudert und rolle nun vorsichtig meinen Fondant mit meinem Ausrollstab auf die entsprechende Größe aus. Hierzu habe ich ja schon einige Videos auch gemacht, deswegen seht ihr das jetzt auch nur im Schnelldurchlauf. Bei dunklen Torten und weißem Fondant müsst ihr wirklich sehr, sehr aufpassen, dass ihr keine Schokoladenfinger habt, dass nichts Dunkles an den Fondant drankommen soll. Denn gerade für eine Hochzeitstorte sollte diese wirklich ja auch perfekt aussehen. Ich habe das Ganze mit meinem Stärkesäckchen nochmal etwas abgepudert und dann ganz leicht mit meinem Tortenkletter nochmal geklettet. Das Gleiche habe ich dann natürlich auch mit der kleinen Torte gemacht und auch mit dem Cakeboard, was ich mir hier schon aus einer Kaffa-Platte ausgeschnitten habe. Hier habe ich auch, ihr seht das ja jetzt, weißen Fondant mir ausgerollt, klebe den nun mit etwas Zuckerkleber fest und nehme jetzt die Überschüsse mit meinem Marzipanmesser weg. Nun stapeln wir die Torten auf. Jetzt nehme ich hier mein Cakeboard, was ich ja eben mit Fondant eingedeckt habe. Ich habe jetzt hier etwas weiße Schokoganache, die ich hier drauf gegeben habe, aus dem einfachen Grund, dass mir die Torten nicht verrutschen. Hier gebe ich jetzt ganz vorsichtig die erste Torte drauf. Solltet natürlich gucken, dass die auch schön mittig sitzt. Und nun messe ich mir oben genau die Mitte aus, weil die obere Torte soll genau in der Mitte sitzen.
Dazu mache ich mir Markierungen, dass ich auch beim Aufsetzen der Torte genau die Mitte finde. Zum Stützen der Torte, damit die obere mir in die untere nicht einsinkt, nehme ich hier Tortendübel, die ich mir von der Firma Wilton gekauft habe. Dazu stecke ich den ersten hier hinein, markiere mir die Höhe mit einem Lebensmittelfarbstift und dann schneide ich sie mir in der entsprechenden Höhe insgesamt 4 Stückchen zurecht. Ich mache das hier mit einem Tomatenmesser. Das funktioniert mit diesem ganz gut, weil das auch gezackt ist. Stecken wir die Tortendübel in die Torte hinein. Hier müsst ihr natürlich darauf achten, dass die auch innen sind, sodass, wenn die obere Torte draufsteht, die Tortendübel nicht rausgucken. Dann setzen wir die obere Torte drauf. Dazu hatte ich mir ja jetzt vorhin die Markierung gemacht, dass ich sie genau in die Mitte auch aufsetze. Hier habe ich perlmuttfarbene und silberfarbene Fondantkugeln, die ich selber hergestellt habe. Und wie das funktioniert, das seht ihr jetzt. Ihr benötigt dazu ein Schraubglas und Pulverfarben in Perlmutt und Silber in meinem Fall. Dann nehme ich mir hier Fondant, rolle mir verschieden große Kügelchen, gebe die in das Schraubglas hinein. Gebe jetzt etwas von meiner Pulverfarbe dazu. Ich mache jetzt silberfarbene Kügelchen. Nur ganz wenig, ihr braucht wirklich nicht viel davon. Dann wird das Glas zugeschraubt. Und dann ein wenig hin und her geschwenkt. Tada! Und so habt ihr richtig schöne silberfarbene oder perlmuttfarbene, je nachdem welche Pulverfarbe ihr nehmt, habt ihr richtig schöne Kügelchen. Meine Torte wird ja jetzt mit den perlmuttfarbenen und den silbernen Kügelchen dekoriert. Außerdem benutze ich blaue Kügelchen, die ich mir aus blau eingefärbten Fondant gerollt habe. Und ganz zum Schluss kommen noch weiße Kügelchen dran, die einfach auch nur aus weißem Fondant gerollt wurden. Ich habe mir jetzt den Handschuh angezogen, weil ich total blaue Finger hatte und damit das natürlich nicht auf die weiße Torte abfärbt, habe ich mir den Handschuh angezogen. Zum Schluss kommt jetzt noch um die untere Torte ein Satinband. Hier habe ich ein dunkelblaues Band, was natürlich zu den dunkelblauen Perlchen perfekt gepasst hat, genommen und gebe das jetzt erstmal rundherum. Dann befestige ich das hinten mit einer Stecknadel. Und hier müsst ihr natürlich schauen, dass das auch richtig schön mittig sitzt. Nicht zu locker, natürlich auch nicht zu fest. Nach vorne hin habe ich das Ganze etwas zusammengerafft, denn da wird noch ein Blütenpastenherz hingeklebt. Und damit das erstmal zusammengerafft bleibt, habe ich erstmal eine Stecknadel hier hineingesteckt. Und nun nehme ich das Bändchen bis ganz nach hinten. Dort befestige ich das wieder mit Stecknadeln
Und dann habe ich vorne mein Herzchen aufgeklebt, was ich schon ein paar Tage zuvor mir aus ganz normalen Plätzchenausstecher ausgestochen habe. Ich habe hier eine Blütenpaste verwendet, damit das richtig schön fest ist, und habe das einfach nur mit perlmuttfarbenen Dekoperlen beklebt. Und das klebe ich jetzt mit Zuckerkleber hier vorne drauf. Die Stecknadel, die in der Mitte vom Herz ist, die jetzt einfach nur da war zum Fixieren meines Bändchens, dass das so gerafft bleibt, die habe ich natürlich nachher rausgenommen. Dann habe ich das hinten natürlich noch richtig ordentlich befestigt, habe den Überschuss abgenommen, und damit das nicht ausfranzelt, habe ich hinten nochmal etwas Zuckerkleber hier drauf gegeben, und so hat das nämlich auch schön zusammengeklebt. Um das Cakeboard kam jetzt natürlich auch noch ein passend blaues Satinbändchen, was ich im hinteren Bereich auch wieder mit einer Stecknadel befestigt habe. Zum Schluss habe ich die Torte an der Seite noch mal etwas ausdekoriert. Ich habe oben Rosen draufgegeben, die ich euch aber in einem separaten Video noch mal zeigen werde.